Hoi, hast du dich auch schon gefragt, was der hier oben die ganze Nacht macht, wenn er vom Himmel uns bewacht? Ich meine, der. In diesem Video möchte ich dir das Lied «Der Mond singt» vorstellen. Das ist nicht im Dossier, ich schicke dir aber gerne das PDF dazu. Dass es angenehmer ist zum Singen, habe ich den Kapo gerade im dritten Bund montiert. Also da musst du schauen, dass du es auch so machst, sonst stimmt es nicht nachher überein mit dem, was ich dir jetzt zeige. Singend ist es dann nicht mehr A-Moll wie notiert, sondern C-Moll. Kapo 3 ist nachher klingend C-Moll, wenn ich den A-Moll-Griff drücke. Ich zeige dir mal die Melodie, wie sie notiert ist, wenn ich sie als Mann würde singen. Dann hast du 2/4-Takt. Ich zähle 1, 2. Denn für die Frauen klingt die Melodie natürlich eine Oktave höher, das zeigt er jetzt. Das heißt, 1, 2. Gut, ich zeige dir jetzt den Griff, den du brauchst. Es ist einmal A-Moll, das ist so. Dann ist C-Dur. Zum Wechseln A-Moll, C-Dur, machst du einfach den dritten Finger, streckt sich und dann hast du den. Dann E7. Mit dem vierten Finger hier auf dem D. Wenn das schwierig ist, nimmst du einfach E-Dur. Kann man reduzieren zu E-Dur. Tschüss. E7 tönt natürlich noch etwas runder. D-Moll kommt auch noch. Und dann hast du alle Griffe, die du für das Lied brauchst. Ich zeige dir mal eine Möglichkeit mit dem ersten Pattern. Das ist so. Im PDF notiert. Mit dem Vorspiel auch. A-Moll, C, E7, A-Moll. Das wäre dann folgendermaßen. Sterne, fein und klein, in der Nacht im Mondschein. Das wäre mal die erste Strophe gewesen. Ich zeige dir gerade noch eine zweite Möglichkeit zum Zupfen, und zwar ist es auch im PDF drin. Das ist so, du machst Daumen, A, M, I, also 8, 1 und 2. Das Muster. Ich mache das auch gerade mit Vorspiel und ich mache es mal mit der zweiten Strophe. Ich glaub, der Mond tut Lieder singen, die Sterne hören die Lieder klingen, tanzen dazu die ganze Nacht. So lang bis der Tag verwacht.
Was noch das Tolle daran ist, du kannst die zwei Muster kombinieren. Also das erste Muster, das hier im PDF steht, wäre eigentlich ganz umgekehrt. P-I-M-A. Und das zweite hat er vorher gezeigt, und jetzt kombiniere ich das. Kombinieren. Das heisst, ich mache einen Takt also aufwärts, quasi so. Und beim nächsten Akkord spiele ich es abwärts. Dann geht es wieder aufwärts. Das wäre dann so. He? Was macht der Mond die ganze Nacht, wenn er vom Himmel uns bewacht? Was machen die Sterne fein und klein in der Nacht im Mondschein? Das wäre eine weitere Möglichkeit, das Lied zu machen. Jetzt zeige ich dir noch die letzte Möglichkeit, oder die hier auch auf dem PDF notiert ist. Und zwar geht die so: Du machst Daumen, Zeig, Mittel, Ring, Mittel. Also Ta, Picke, Ta, Picke. So. Ich mache jetzt das Lied noch zum Schluss mit dem Muster. Auch wieder mit Vorspiel. Die erste Strophe. Eins, zwei. Passt sehr gut, dass man ein Zupfmuster spielt. Ich würde jetzt da nicht ein Schrummelmuster nehmen, das wird wie zu fetzig. Also es darf ruhig ein leisliges, feines Lied sein. Das ist da ganz perfekt. Ich hoffe, du kommst zurecht mit dem Lied. Ich melde mich ab für heute. Ich gehe nämlich jetzt auf den Mond. Die Tragödie ist startklar. Ich gehe jetzt schauen, ob der Mond wirklich so gut singen kann. Vielleicht. Wir weiss auch nicht. Sind ja auch Außerirdische dort und singen. Dann wäre ich aber auch für einen Fall vorbereitet. Ciao!